Herzlich willkommen auf dem Moody Goodie. Ich bin Sauer Laser. Und heute kommt endlich das Review oder meine persönliche Meinung zu der POS-Brücke. Ich möchte sie euch mal zeigen. Hier steht das gute Stück. Ihr seht, meine Karo hat stark gelitten. Aber die hübschen Aufkleber von meinen Lieblingsherstellern bzw. Tuning-Herstellern sind hier drauf. Und damit ist doch alles wunderbar. Ja, und zwar geht es hier heute um diese, ja, wundert euch nicht, hier ist ein Dämpfer kaputt. Das spielt aber keine Rolle. Es geht heute hier um die POS-Dämpferbrücke. POS hat mir diese Brücke als ersten Prototypen gegeben, und zwar vor 8 Monaten. Das heißt, ich habe diese Brücke jetzt schon 8 Monate in Einsatz. Und ich bin gefühlt so um die 20, vielleicht auch 50 Mal hier hinten drauf geknallt. Besonders hier hinten auf den Spoiler. Und ich muss sagen, geil. Einfach nur geil. Es gibt in meinen Augen nichts Besseres, was man machen hätte sollen, als so eine Dämpferbrücke zu verbauen. Die ist einfach genial. Ihr seht, hier ist nichts kaputt. Die Dämpferbrücke ist immer noch heil. Ist natürlich streckig, wurde ja auch benutzt ordentlich. Zuletzt bin ich hier mit Björn draußen gewesen. Da habe ich hier noch den Team Undercover Akku drin. Den muss ich mal rausholen. Aber wie gesagt, nichts kaputt an der Brücke. Die Brücke selber harmoniert mit dem Heckspoiler perfekt zusammen. Und ihr seht auch, dass der Heckspoilerhalter hinten immer noch gerade ist. Beim Original hat er sich ja langsam verschoben. Ich bin so oft hier hinten drauf geknallt. Ihr seht ja, dass ich zwischendurch mal ein bisschen gespaltet, und dann sind hier kleine Steine drin. Deswegen ist hier ein Spalt, weil hier so kleine Kiessteine drin sind. Aber der Halter selber und auch die Brücke, keine Schäden. Hier ist nichts hinten rausgerissen. Hier waren ja Schrauben mit dabei, verlängerte, mit Unterlegscheiben. Die habe ich auch alle so verwendet. Und ihr seht, hier ist nicht eine einzige Schraube rausgerissen oder sonstiges. Also es hat keine Schäden verursacht. Hier, die eine Schraube hat sich ein bisschen gelockert vom Karohalter. Aber ansonsten hat diese Brücke 8 Monate lang mitgemacht. Ich habe sogar kleine Ausschnitte am Anfang. Da war ich mal kurz in einem Wald, und dann bin ich extrem provoziert, hier hinten drauf zu landen. Ich blende mal ein, wenn ich die Zähne finde. Das war richtig auf den Spoiler gelandet. War jetzt keine Absicht, aber ich denke mal, das war schon mal ein guter Einschlag. Wir gucken mal. Und ja, also Sand hat er gefressen, definitiv. Hier ist alles voll. Die Streben sind heil, nicht gebogen. Die Brücke ist auch noch heil. Hier ist nichts passiert an der Brücke. Gucken wir uns mal die Karo von oben an. Das ist sehr matschig alles. Ja, ich habe irgendwie gedacht, dass die Brücke, weil sie die Karo so ein bisschen auseinanderspreizt an den Seiten, das kann man ganz gut sehen, wenn man sich den Wagen mal von hinten anguckt, dann sehen wir, dass die Karo ziemlich gespreizt wird durch die Brücke. Und ich dachte, dass jetzt hier irgendwie so dadurch Einschläge entstanden sind oder Abdrücke, aber ist nicht. Und da seht ihr, wie der Sturz hier hinten drauf war. Und die Brücke hat das ohne Problem mitgemacht. Und dann war ich jetzt auch mit Björn bashen, und ich bin allgemein mit dem Auto gesprungen, ihr habt das gesehen. Dann hatte ich den 6S-Test gemacht mit den Jens Ace, die mir Jens Ace zur Verfügung gestellt hat. Da bin ich dann auch springen gewesen über den Hügel, wo mir das Differential dann kaputt gegangen ist, was mittlerweile jetzt wieder repariert ist. Da bin ich hier auch voll oft hinten drauf geknallt. Und ich muss sagen, die Brücke ist genial. Also ganz ehrlich, POS, lieber Stefan, wenn du das Video hier siehst, ne, bitte produziere diese Brücke. Bitte. Ich finde, es gibt nichts besser. Und ich möchte nicht nur die Brücke für hier hinten, ich möchte die Brücke auch für hier vorne. Weil die ist so geil. Sie ist so schön dick, massiv, leichter als Alu. Sie hat so viele Vorteile. Sie flext ordentlich mit. Ihr seht das. Wir haben hier ordentlichen Flex in der Brücke mit drin.
Es ist einfach perfekt. Ich finde es einfach perfekt. Das Einzige, was ist, es ist ein Prototyp, dürft ihr nicht vergessen. Und ihr seht das hier vielleicht schon. Hier und hier, da liegt die Karre auf. Deswegen haben wir hier Abnutzungsspuren daran. Kann man auch sehen, dass ich die Brücke oft gefahren bin. Da sind hier Abnutzungsspuren. Das kommt, weil die Brücke hier leicht V-förmig geht, also U-förmig. Und die Karo liegt hier auf. Stefan bzw. POS hat gesagt, er möchte das noch begleichen, also begradigen, so dass die Brücke so gefertigt ist, dass die Karo wirklich mit ihrer Form, ich hole mal kurz die Karo, dass die Karo mit ihrer Form, hier ist ja auch so eine leichte Wölbung drin, dass die Brücke genau die gleiche Form hat wie hier die Karo. Und dann würde theoretisch die Karo perfekt hier aufliegen, plus den Karohaltern. Das wäre einfach optimal. Jetzt ist das Problem gerade bei den Prototypen so, was mich nicht gestört hat. Wohlgemerkt, das hat mich nicht gestört. Aber wenn man sowas herstellt als Konstrukteur, stört einen das. Ist hier, ihr seht das, die Brücke geht hier ein bisschen, also die Karo geht hier ein bisschen runter und dadurch spreizt sich hinten die Karo so. Ich hänge euch mal eben kurz um und dann könnt ihr das besser sehen. So, jetzt habt ihr mal kurz einen anderen Kamerawinkel, aber jetzt kann ich euch das besser zeigen. Ihr seht, die Karo sitzt auf und sie spreizt sich hier ein bisschen. Sie geht also auseinander, hier rechts und links. Das heißt, die Karo geht so ein bisschen weiter auseinander. Das wird aber behoben mit der offiziellen Brücke und dann bleibt die Karo auch gerade. Denn wird die Brücke so sein, dass das hier genau der Karo angepasst wird. Jetzt ist es so, ich habe diese Brücke jetzt schon 8 Monate im Test und ich sehe sie immer noch nicht im Verkauf. Lieber Stefan, bitte produziere diese Brücke. Kein Witz, sie ist geil, sie funktioniert einwandfrei. Ich bin so oft hier hinten auf die Wheelie Bar, so oft hier auf den Flügel geknallt. Ne? Hätte ich jetzt seinen Flügelhalter nicht, dann wäre der Kunststoffhalter wäre schon 3 oder 4 mal oder 6 mal kaputt gegangen. Seitdem ich seinen Flügelhalter habe, gar keine Schäden mehr. Der flext so gut mit. Jedes Mal, wenn er hier drauf knallt, ihr seht das, der flext schön mit. Und hier, es bricht einfach nichts mehr. Und die Brücke federt die Stöße so geil ab, dass mir hier sogar bei einem schlechten Sprung eher der Rodend vom Dämpfer gebrochen ist, als hier die Brücke. Ja. Und das ist nichts Schlimmes. Der Dämpfer ist zum Glück auch noch heil. Ich muss hier zum Glück nur den Rodend tauschen. Der Dämpfer selber ist auch noch gerade. Also hier ist nichts verbogen. Sehr geile Nummer. Habe ich Glück gehabt. Hätte auch schnell ein Dämpfer sein können. Aber vielleicht habe ich das sogar der Dämpferbrücke zu verdanken. Die Alu-Version habe ich euch vor 8 Monaten schon gezeigt. Die war leicht krumm. Die ging leicht nach hinten. Der Originalhalter, der aus Kunststoff, den habe ich euch auch gezeigt. Der war kaputt, der hatte Risse und war auch schief. Und seitdem ich das von POS drin habe, habe ich keinen schiefen Heckspoiler mehr. Und ich mache mir auch gar keine Gedanken mehr beim Springen. Auch seine Mudguards, die ich vorne verbaut habe, also hier hinten meine ich, die sind top, die sind richtig geil. Die schützen komplett den Antriebsstrang hinten und meine Federn, ne, sind schön geschützt. Kommt kaum Dreck gegen. Und auch sein Bumper, den ich hier vorne verbaut habe, der funktioniert auch noch 1.1a. Also ich muss sagen, ich bin, was das angeht, total begeistert. Die Sachen von POS bzw. Stefan funktionieren in meinen Autos hervorragend. Und ich sehe auch gar nicht ein, irgendwas anderes zu verbauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte vorher mal eine andere Marke, ich glaube T-Bone war das. Aber die Sachen aus den USA mir holen und das hat mir alles zu lange gedauert immer. Und ich finde die Qualität von POS einfach, ich finde die einfach in Ordnung. Ich finde die viel besser und sie hält, ihr seht das, der Wagen, den quäle ich jetzt schon seit Jahren. Außer das Diff, was hinten kaputt gegangen ist, ist nichts Schrott gegangen mehr. Und das habe ich größtenteils den POS-Teilen von POS Stefan zu verdanken. Besonders hier der Frontbumper hat viel mitgemacht, aber wie gesagt, hier hinten die Geschichte, das hat mir einiges an Geld gespart, das könnt ihr mir glauben. Was könnt ihr machen, um auch endlich diese schöne Dämpferbrücke zu bekommen? Der liebe Stefan hat jetzt wieder offen. Seine Werkstatt, Umzug, alles fertig. Geht doch einfach mal auf seine Facebook-Seite, schreibt ihn persönlich an. Lieber Stefan, wie schaut's aus mit dieser schönen Dämpferbrücke? Wir wollen sie endlich haben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Stefan, du kannst sie rausbringen, definitiv. Sie hat bei mir 8 Monate durchgehalten. Ich habe sehr viel Scheiße damit gebaut. Bin gefühlt 50 Mal hier hinten drauf geknallt. Es ist nichts passiert. Ich kann absolut mein vollstes Okay dafür geben, diese Brücke zu produzieren. Allein
wegen dem Gewicht, wegen der Verarbeitung, dem Flex, den wir hier drin haben. Es hat eigentlich nur Vorteile. Und was ich auch noch sehr geil finde, ist die Dicke. Wir haben hier eine richtig fette Brücke. Kein dünnes Billig-Alu, was verbiegen tut. Wir haben schön Flex, trotz der Dicke noch drin. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das noch besser loben kann. Es geht gar nicht mehr. Bitte produziere diese Brücke für die anderen Leute auch, damit sie genau in den gleichen Genuss kommen. Schrauben waren hier mit bei. Braucht ihr euch keine Gedanken machen. Durch die etwas dickere Brücke sind es minimal längere Schrauben. Absolut kein Problem. Waren dabei. Und mein Tipp generell für euch, wenn ihr in Arma fährt, holt euch den Frontbumper. Ich habe jetzt hier noch die Mischung von M3 mit drin, mit dem Heckbumper. Viele finden ihn unnötig. Ich finde ihn genau richtig. Ich bereue den Einbau nicht, weil so, wenn der mal hinten aufknallt, entweder knallt er auf die Wheelie-Bar oder er knallt auf den Bumper. Und das hat mir schon sehr viel, hat mir sehr viel den Arsch gerettet. Und ihr seht, wie stark der Bumper hier in Benutzung ist. Und der hat mir auch einiges geschützt. Ihr könnt sehen, da ist alles picobello in Ordnung. Und das dank dem Bumper, ne? Ja. Geiles Auto. Auch hier der Arma Notorious kann ich einfach nur weiterempfehlen. Und wenn ihr was Ordentliches haben wollt und euer Auto ordentlich schützen wollt, müsst ihr einfach zu POS. Es geht eigentlich gar nicht anders. Weil ihr bekommt bei POS einfach Preis-Leistung. Ihr bekommt einfach das, was es wert ist. Ihr bezahlt nicht zu viel. Ihr bezahlt genau das. Und das ist genau richtig. Ja, ich finde die Sachen richtig geil. Top. Und lieber Stefan, bitte, zum Ende dieses Videos, bitte bring diese Brücke raus. Wirklich. Und auch für vorne. Es wäre so geil, wenn du die für vorne auch noch anfertigen würdest, so dass man als Kit die hintere und die vordere verbauen kann. Dann hat man endlich Ruhe mit verbogenen Platten. Man hat endlich Ruhe mit Schäden. Die Dämpfer danken es ein. Der Heckspoiler passt perfekt zu dieser Brücke. Es ist einfach ein Zusammenspiel. Und ja, ansonsten habe ich gar nichts mehr zu sagen. Negative Punkte gibt es nicht, außer jetzt, dass natürlich... Das ist ein Prototyp. Ich kann nichts Negatives sagen, weil es ist halt ein Prototyp. Aber negativ ist halt eben, dass das hier zu tief geht und die Karre durchbiegt. Aber wie gesagt, Prototypen bei der endlich fertigen Brücke, die Stefan rausbringen wird, hoffentlich wird das begradigt sein, beziehungsweise die Karo wird hier genau die Rundung haben und dann wird die Karo ordentlich drauf liegen. Die Karo wird sich hinten nicht mehr verziehen und das wird alles richtig gemacht. Aber der liebe Stefan braucht mal ein bisschen Unterstützung von euch. Deswegen fragt ihn mal. Ich bedanke mich für diese Brücke, lieber Stefan. Danke, dass ich sie testen durfte. Ich habe jetzt 8 Monate lang getestet. Ich hatte eigentlich schon in der Anfangszeit ein paar Tests gemacht und habe auch ein paar Videos gedreht. Aber Stefan hatte da Probleme mit Umzug und alles. Und ich wollte das Video noch nicht zu früh rausbringen. Und ich konnte sie auch noch nicht so richtig wirklich testen und es wäre einfach viel zu früh gewesen. Ich denke, jetzt nach 8 Monaten tut dieses Video endlich mal Not. Ich habe sehr viel Scheiße gebaut mit dem Auto, bin echt oft hier hinten drauf geknallt. Und ihr habt es vielleicht gesehen im 6S Bash Test, wo ich über die Hügel gejumpt bin. Dann habe ich einmal, bin ich mit Björn bashen gewesen, da ist mir hier der Dämpfer kaputt gegangen. Und dann war ich im Wald. Und das Auto ist, wie gesagt, nur hier hinten drauf geknallt und dank seiner Sachen alles heil geblieben. Richtig geil. Ja, das war mein Fazit zu den Prototypen. Mein Fazit, produziere sie. Die Leute werden sie lieben. Ernsthaft. Und es wäre geil, wenn du für vorne auch noch eine machen würdest. Ich würde es echt feiern, wenn du vorne auch noch eine machen würdest. Und dann ist eigentlich das Auto perfekt. Wirklich. Da muss man eigentlich nichts mehr machen. In dem Sinne, danke fürs Einschalten. Euer Laser. Und schalt auch wieder ein. Das heißt Laser-Time. Tschüss.